Hallo zur letzten Folge Geschichte und Funktion der Modefotografie. Ich versuche heute meine Reihe zu einem vernünftigen Abschluss irgendwie zu bringen. Wir kommen aus den 70er, 80er Jahren mit den frauenfeindlichen und auch zum Teil stark rassistischen Bildern von Helmut Newton, aber auch Guy Baudin. Wobei ich denke, dass es bei Helmut Newton am deutlichsten ist, dass die Frauenfeindlichkeit bei ihm quasi immanent ist. Und das ist natürlich deshalb so dramatisch, weil die Fotos, die er liefert in den Magazinen und in seinen Veröffentlichungen, natürlich einen ziemlich starken Impact haben, also auf die Gesellschaft. Und deswegen würde ich auch dringend dazu raten, das habe ich in der letzten Folge ja getan, die Sachen auch nicht einfach unkommentiert zu präsentieren und vor allen Dingen auch nicht unkommentiert zu verherrlichen, so wie das ist. Und man darf ja nicht vergessen, Helmut Newton hat mit seiner Stiftung sogar ein eigenes Museum in Deutschland, in Berlin, das auch einfach völlig unkritisch dieser Arbeit gegenüber steht. Und diese Pornoschickzeit, sage ich mal, bei Vogue oder in der Modefotografie im Allgemeinen, zu dieser Zeit, 70er und 80er Jahre, ist geprägt von Chief Editor Grace Mirabella, ist die Vorgängerin von Anna Wintour, die dann 1988 kommt. Und mit Anna Wintour kommt eine radikale Veränderung bei der Vogue in die Modefotografie rein, die sich vorher schon angedeutet hat mit anderen Magazinen, die es in Europa gibt beispielsweise. Und zu diesen Protagonisten, zu diesen FotografInnen der Zeit, die dieses neue radikale Image prägen, habe ich mir Peter Lindberg rausgesucht und Corinne Day, von denen ich denke, dass sie am deutlichsten das zeigen, worum es eigentlich in der Zeit ab 88, ab den 90ern und natürlich bis heute geht und die auch dann die Modefotografie in diesem Sinne auch wieder in eine Richtung bringen, die man teilweise schon nicht mehr unbedingt als Modefotografie verstehen könnte. Zum Beispiel bei Peter Lindberg mit seiner Natürlichkeit und den Individualporträts, die er liefert, wo es ja dann eigentlich vom Prinzip her nur noch ums Image geht. Also Peter Lindberg führt eigentlich den Hype um die Persönlichkeit der Fotomodelle wieder ein. Und kreiert ja auch den Begriff Supermodels von 1990. Und die Fotomodelle, die dazugehören, sind diejenigen, die er dazu ausgesucht hat. Also, sind also, wie er sagen würde, seine Mädchen für die damalige Zeit. Und die stehen natürlich für ihre Persönlichkeit in erster Linie. Und der Lindberg ist eben auch dafür bekannt, den Frauen, den Models die Möglichkeit zu geben, ihre Natürlichkeit, ihr Selbst sozusagen zu präsentieren oder zu repräsentieren in der Fotografie. Und das ist natürlich der Hinweis Nummer eins darauf, dass eben die Modefotografie vielleicht dann doch in erster Linie eine Porträt-, Individualporträt-, Fotografie ist, weil dieses sich selbst quasi inszenieren. Diese Idiosynkrasie kennen wir aus der Porträtfotografie. Und das ist natürlich für die Ende der 80er Jahre total ungewöhnlich, weil wir sind ja noch im Zeitalter dieses Pornoschicks mit der extremen Distanz, mit der Objektivierung der Frau, wo es eben dann bei Baudin überhaupt keine Porträts mehr sind, weil die Köpfe auch radikal teilweise abgeschnitten werden. Und trotzdem hält sich dieses Bild, vor allen Dingen bei der Vogue, ganz, ganz massiv. Und Peter Lindberg erzählt genau dazu seine Geschichte, wie er zur Vogue kam, beziehungsweise wie seine ersten Kontakte mit der amerikanischen Vogue waren. Alexander Lieberman hat ihn eingeladen, weil Peter Lindberg in Europa sehr erfolgreich war und das natürlich zur amerikanischen Vogue durchgedrungen ist und die wollten ihn dann als Fotografen haben. Ich würde jetzt gerne dieses Interview einmal zeigen, weil das ziemlich deutlich macht,
wo die Problematik der damaligen Zeit oder wo der Umbruch der damaligen Zeit dann auch stattgefunden hat. Und die Leute fragen mich jetzt, das war 1988, hör mal, wieso arbeitest du nicht für unser Heft? Das war die amerikanische Vogue damals. Wir sind das beste Heft auf der Welt. Und du sagst Nein zu uns, das kann einfach nicht wahr sein. Was ist da los? Ne? Also die sind auf dich zugekommen, ja, und wollten, dass du mit denen arbeitest und du hast es abgelehnt. Das war damals die amerikanische Vogue, rief an, das war 88. Mr. Liebermann ist sowas wie der Papst damals, ne? Der Creative Director von Condé Nast. Und ein ganz toller Mann. Und der sagte, hör mal, mein Kleiner, da sind also meine Redakteurinnen, die erzählen mir, dass du einfach nicht nach Amerika kommst und für uns arbeitest, wenn die dich fragen. Ne? Komm doch mal nach Amerika, ich möchte mit dir darüber reden. Ne? Da bin ich nach New York und habe in seinem Büro gesessen mit ein bisschen zitternden Knien, aber trotzdem wild entschlossen, nicht klein zu geben. Und dann hat er gesagt, what is the problem? Und ich habe mein Herz zusammengenommen und habe gesagt, Herr Liebermann, ich weiß, dass die amerikanische Vogue ein unglaubliches Heft ist, aber ich kann das einfach nicht machen. Dann sagt er, ja, aber warum denn? Ich sage, ich kann diese Frauen nicht fotografieren. Wie, meinte, wie diese, ja. Ich sage, die Frauen, die die amerikanische Vogue in ihrem Heft zeigt, ich kann das nicht, diese Handtaschen, diese Hunde und diese dicken Autos und diese tollen Apartments auf Fifth Avenue, ich kann sowas nicht, ja. Ich könnte es ja versuchen, aber das wird nichts nutzen, weil irgendwas nicht fehlt, kann man es auch nicht fotografieren. Und da war also er und die Chefredakteurin vor Anna Wintour, Grace Mirabella, die war da. Und die stand sofort auf und ging weg, ne, war beleidigt. Und er sagte, warum nimmst du denn nicht mal eine meiner Redakteurin? Du nimmst du, wen du willst, und du fährst dahin, wo du willst. Die Welt steht dir offen. Und kommst zurück mit einer Serie und zeigst mir, wie diese Frau aussieht. Ne? Da habe ich mir ein paar Mädels zusammengesucht zum allerersten Mal. Tatjana, Christy Turlington, Linda Evangelista, Karl Alexander, praktisch die ganze Truppe. Und habe die fotografiert, zu der Redakteurin gesagt, es geht nicht um Mode. Das war natürlich total falsch verstanden, als Naiver. Es geht nicht um Mode, es geht nur um die Models. Ich suche die Models aus, macht noch keine Sorge, ich bringe alles mit. Ne? Und dann haben wir die Fotos gemacht. Ich habe die mit weißen Hemden am Strand fotografiert. Ne? Wir kamen zurück. Nur ein Beispiel, wohin Authentizität, sagst du das in Deutsch? Authentizität. Wohin das führt. Und dass man unbedingt diesen Punkt braucht. Und wenn man einmal da angekommen ist, nie mehr davon weggeht. Und dann habe die Fotos gemacht und bin zurückgekommen. Und die dachten, ich hätte einen Scherz gemacht oder was. Ich habe gesagt, guck mal her. This is the woman I like. Und die waren so. Was soll ich denn damit machen? Ich habe gesagt, das weiß ich ja nicht. So Frauen finde ich, mag ich. Ne? Also finde ich toll. Da bin ich begeistert, dass, wenn die sowas. Ne? Und ein bisschen rumgestottert und dann haben sie gesagt, ja, vielen Dank. Dann haben sie den in die Schublade geschmissen und sie haben gesagt, thank you very much, young man. Ne? Da hat man Geld genug, sowas können wir dann einfach ein Papierkorb schmeißen. Und dann ist Chris Mirabella, die Redakteurin, Chefredakteurin da, 6 Monate später, das hatte nichts damit zu tun, wurde dargelegt, aufzuhören. Und dann kam Anna Wintour dahin, hat mich angerufen und hat gesagt, ich habe die Fotos gesehen von dir, wir kannten uns. Ne? Und ich hätte dir 20 Seiten gegeben und ein Cover mit den Fotos, die den Papierkorb geschmissen haben. So, dann habe ich ihren ersten Cover gemacht. Ne? Also ihren wirklichen ersten Cover, der nicht mit den Fotos gemacht war, sondern mit einem anderen Fotos. Und das war eine irrsinnige Revolution. Nicht wegen den Fotos, das Foto war einfach ein Foto, aber dass die das genommen hat für ein Cover. Und die hat dann nach 15 Jahren Avedon, ne, also diesen wunderschönen oberretuschierten Köpfen mit Turban, Goldring, Maquillage, perfekt und so, ne, alles so gut, das waren tolle Covers am Anfang, und hat das weggeschmissen und hat ein anderes Foto aufgetan, also ein Mädchen in Couture-Top
mit ein bisschen Bauch auf, offen und Jeans drunter und abgeschnitten hier. Ne? Also vollkommen undenkbar. Ne? Und das war so ein Schock, ne? Sich so da reinzukommen und sagen, Anna Winter, that's me. So, das ist wirklich irre gewesen, dass sie das gemacht hat. Ganz toll. Die Authentizität, der Begriff, mit dem Peter Lindbergh so leichte Schwierigkeiten hat, ist eigentlich das, worum es ihm geht. Natürlichkeit steht, glaube ich, noch ein bisschen davor. Der Begriff der Authentizität ist ja immer ein bisschen seltsam in dem Zusammenhang, weil man nicht genau weiß, was damit eigentlich gemeint ist. Aber ich würde mich jetzt mal darauf beziehen, dass er mit Authentizität meint, dass er sich selber quasi treu bleibt und die Menschen, die er fotografiert, eben auch sich in erster Linie selbst darstellen können, dass eben mit dem Aspekt der Natürlichkeit meiner Ansicht nach bei Peter Lindbergh in erster Linie einhergeht. Ich habe vor kurzem noch eine Ausstellung in Düsseldorf gesehen von Peter Lindbergh mit seinen Arbeiten, wo auch ganz deutlich wurde, dass es ihm eben nicht um die Perfektion geht, sondern genau um das Gegenteil, um das, wie das Leben oder die Menschen eigentlich in Wirklichkeit aussehen können. Natürlich sind sie alle stark ästhetisiert, allein durch die Schwarz-Weiß-Fotografie. Aber es geht ihm natürlich dann auch um, oder in der Ausstellung war es ganz deutlich, ging es eben auch um Alter und Zerbrechlichkeit. Und das zeigt sich natürlich am allerbesten in seinen Individualporträts. Und er macht es, oder bei ihm funktioniert das deshalb besonders gut, weil er eben nicht wie andere Fotografen sehr distanziert und sehr objektivierend seinen Models gegenüber stand, sondern ein echtes Interesse an ihn zeigt, ihn quasi eine Art freundschaftliche Beziehung anbietet. Weil er sucht sie ja auch persönlich aus, allein das ist ja schon so eine persönliche Geste sozusagen, was natürlich Interesse und Respekt bekundet. Ich habe hier noch einen Ausschnitt von dem ersten Dokumentarfilm über Peter Lindbergh von 1993, vom WDR beispielsweise, da war er natürlich schon ein neuer Star sozusagen, aber die Modefotografie wurde, also historisch oder kunsthistorisch gesehen, natürlich immer noch bestimmt von Richard Avedon oder Irving Penn, die er auch in dem Dokumentarfilm erwähnt, als, ich würde mal auch fast sagen, als Vorbilder, was ihren künstlerischen Anspruch angeht. Und in diesem Ausschnitt von 93, also in diesem Dokumentarfilm von 93, geht es vor allen Dingen um verschiedene Fotoshootings, die dargestellt werden, und er äußert sich dann mehr oder weniger dazu. Aber auch die Modelle, die er fotografiert, und jetzt habe ich hier einen Ausschnitt, wo die ganz junge Kate Moss sogar schon vorkommt, im Film damals noch nicht so überrepräsentiert, sage ich mal, wie es dann später der Fall ist, vielleicht auch zu Recht. Aber sie äußert sich zu Peter Lindbergh und die anderen Models, die bei diesem Shooting mit dabei waren, Emma Balfour zum Beispiel, äußern sich ebenfalls dazu. He's not pretentious. He's not pretentious and he's not, and he's really just easy going. Er ist nicht kompliziert. Er geht locker an die Sachen ran und hat dabei viel Spaß. Die anderen sind so ernst, so verbissen. Und er ist wirklich nett, sehr nett. Und es macht Spaß, mit ihm zu arbeiten. Er hilft den Leuten, dass sie ihre Persönlichkeit rauslassen. Es ist für ihn ein Teil seiner Arbeit, die Leute so zu entspannen, dass sie sie selbst sein können. Das ist sehr wichtig und es gibt nicht viele, die so arbeiten. Peter lässt dich frei sein. Er will das haben, was in dir ist, in deinem Herzen. Und er macht es möglich, dass du deine Gefühle ausdrückst, ohne Angst zu haben. Du kannst lachen, du kannst weinen, du kannst singen, du kannst tanzen. Es ist eine Art von Freiheit. Er lässt es zu, dass du dich in einer Weise ausdrückst, wie du es manchmal noch nicht einmal Freunden gegenüber kannst. Ich glaube, er kann in den Herzen der Leute lesen. Ich
glaube, dass die Models den Glanz in den Augen haben, wenn die fühlen, dass du die magst. Dass du die nicht behandelst wie irgendwas, was man mietet zum Fotografieren. Und die Models, mit denen ich arbeite weitgehend mit den gleichen Models immer. Und da hat man einfach eine persönliche Beziehung. Und wenn man eine persönliche Beziehung hat, hat man auch Glanz in den Augen. Ja, Peter Lindbergh sucht die Persönlichkeit. Er sucht quasi die Person, das Wesen, was ihm gegenübersteht und versucht dann eben auch nachher, wenn er die Fotos dann sichtet, entsprechend auch den Personen, die er kennt, quasi anzupassen oder von denen er eben denkt, dass sie am besten zu ihnen passen. Das Natürliche und das Unperfekte ist, glaube ich, für ihn eines der, weil das zeigt sich vor allen Dingen in seinen letzteren Arbeiten und in der letzten Ausstellung auch besonders, ist, glaube ich, das, was ihn zu einem besonderen Porträtfotografen macht und genau das, was Susan Sontag mal gesagt hat, dass eben Modefotografie ein manierierter Zweig der Porträtfotografie ist, durch eben und hier ganz besonders durch das reine Individualporträt. Wenn man sich diese Gilles Sander-Kampagne anguckt, mit Linda Evangelista, sieht man, dass hier nur noch ein reines Individualporträt da ist. Man sieht auch gar nichts mehr von der Kleidung oder so. Das ist alles weg. Es gibt halt nur noch in erster Linie das Gesicht. Nur noch ist natürlich gut, ist natürlich das Bedeutende an dem Bild, ist ja klar. Und das kreiert natürlich ein Image und das ist natürlich das absolute Gegenteil von dem, was Helmut Newton und Guy Baudin gemacht haben in den 70er und 80er. He taught me so much. When I first started working with him, I wasn't a good model. Er half mir, meine Karriere aufzubauen. Als ich anfing, mit ihm zu arbeiten, war ich kein gutes Model. Aber er hat sehr, sehr gute Bilder von mir gemacht. Ungefähr ein Jahr hat er mich fotografiert und dann hat er mir geraten, dass ich mir die Haare abschneiden lasse. Ich glaube, dass es dadurch zu einer Wende in meiner Arbeit kam, denn bis zu der Zeit hatte ich alle meine Möglichkeiten ausgeschöpft. Er drängte mich, meine Haare abzuschneiden und versicherte mir, dass ich mit den kurzen Haaren nicht falsch liege. It worked. It brought me to a complete different level. Es funktionierte. Es brachte mich als Model auf ein völlig neues Niveau. Und ich sage immer, wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich mich zur Ruhe gesetzt und würde heute mit 6 Kindern auf einer Farm leben. Damals hätte niemand wirklich erwartet, dass das so in unserer Branche einschlagen würde. Und das alles verdanke ich Peter Lindbergh. Deal in our industry. And I owe it all to Peter Lindbergh. Tatsächlich hat Peter Lindbergh, der auch nicht in Wirklichkeit so heißt, der hatte sich zugelegt, das Pseudonym, ich meine, als er nach Paris gegangen ist, heißt eigentlich Peter Brodbeck, kommt aus dem Ruhrgebiet, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat auch Malerei studiert zum Anfang, das hat ihm dann aber wohl nicht so Spaß gemacht und ist dann zur Mode-Werbefotografie gekommen und hat in Düsseldorf eine Ausbildung dann als Fotograf gemacht bei einem Fotografen, der hieß Lux, ein sehr interessanter Name für einen Fotografen. Und Lindbergh zitiert gerne, das heißt also, er kennt auch sehr genau die Fotografiegeschichte. Und deshalb zitiert er sehr gerne, obwohl er sich häufig über sich selber so äußert, dass er seinen ganz eigenen Stil hat, was natürlich auch stimmt, und dass er niemals von anderen Leuten irgendwie was kopieren würde und so weiter. Hat vom Prinzip her auch recht, aber trotzdem zitiert er Sachen, die dann vielleicht keine Plagiate sind, aber eben Zitate, die sich, und das ist das Interessante dabei, ganz konkret auf die Geschichte der Porträtfotografie nämlich beziehen. Wenn man sich zum Beispiel dieses Bild von Kate Moss ansieht, dann könnte man sofort dazu in den Zusammenhang stellen, dieses Bild von Paul Strand, was ziemlich ähnlich ist, und ich bin mir sicher, dass Peter Lindbergh genau das auch im Kopf hatte, als er dieses Bild von Kate Moss gemacht hatte. Dann gibt es hier von zum Beispiel von Tina Turner Bilder auf dem Eiffelturm, was sofort an Erwin Blumenfelds erste Kampagne für die französische Vogue erinnern lässt, wo er eben auch auf dem Eiffelturm drauf war und seine Fotos da gemacht hat.
Das könnte man eigentlich unendlich weiterführen. Eine möchte ich noch anbringen, also ein Zitat möchte ich noch anbringen, das ich auch sehr spannend finde. Und zwar ist das hier eine Gucci-Kampagne, die in der italienischen Vogue dargestellt worden ist. Und hier sind die Porträts, die er macht, ganz klar bezogen auf die Arbeit von Mike Disfarma, der auch bei mir im Porträtseminar eine ziemlich große Rolle spielt. Der Zeitgenosse von August Sander, nur eben aus Amerika und mit einem ganz anderen Anspruch sozusagen. Aber diese Bilder sind dann ja irgendwann in den, wenn ich es richtig im Kopf habe, 80er, 90er Jahre dann entdeckt worden, quasi als Archiv für eine Kleinstadt der USA, also quasi eine Zeitbeschreibung, sozialdokumentarische Fotografie, die aber eigentlich gar nicht so intendiert war, weil es ja eigentlich normale Porträts sind. Auf jeden Fall hat der Peter Lindberg das mit Sicherheit mitbekommen und war vielleicht auch sogar in der Ausstellung drin in New York, das kann ich mir gut vorstellen, und hat diese Gucci-Kampagne exakt nach diesen Vorbildern von Mike Disfarma gestaltet. In dem Dokumentarfilm von 1993 stellt Peter Lindberg sich seine Zukunft so vor, wie damals die von Richard Avedon und Irving Penn war, nämlich dass sie sich zurückgezogen haben und nur noch Ausstellungen gemacht haben. Und er war damals 50 und nachher ist es tatsächlich so gekommen. Er hat dann ja auch ganz viele Ausstellungen gemacht. Ich habe gerade von einer gesprochen, die war letztes Jahr, also 2020, noch in Düsseldorf, posthum sozusagen. Er hat extrem viel veröffentlicht, auch im Taschenverlag, genau übrigens wie Helmut Newton, aber natürlich ganz andere Dimensionen. Das hier kann ich sehr empfehlen, A Different Vision of Fashion Photography. Da sind sehr viele Arbeiten von ihm drin, die nach Designern geordnet sind und ganz hervorragende Porträts zeigen, die eben hauptsächlich schwarz-weiß sind. Ganz toll, natürliche Porträts zum großen Teil, vor allen Dingen von Frauen, selten auch von Männern, aber es gibt sie auch, aber von Frauen ist, glaube ich, so sein Spezialgebiet, was die Porträtfotografie angeht. Und hier sind auch die Sachen drin von dieser Gucci-Kampagne beispielsweise, die Zitate sind von Mike Disfarma. Eine Sache zum Abschluss von Peter Lindberg, also oder nochmal zusammenfassend. Peter Lindberg bringt in die Modefotografie das totale Individualporträt rein. Das heißt also, hier gibt es gar keine extra Sachen mehr, sondern es gibt nur noch das natürliche Individualporträt und er durch seine freundschaftliche Art ist dazu in der Lage, den Models halt so viel Freiraum zu geben, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich so präsentieren können, wie sie gerne sein wollen. Und es gibt noch eine interessante Parallele zu Horst und Bourdin, denn auch mit den Arbeiten, nicht ganz, aber fast, mit dem Gedanken auf jeden Fall oder mit dem Ansatz von Peter Lindberg, gibt es ein, oder hat George Michael sein Musikvideo Freedom 90 gemacht, in dem die ganzen Supermodels vorkommen, die Peter Lindberg quasi ausgesucht hat. Das heißt, seine Sicht, dass er bestimmte Frauen, Mädchen, wie er sagte, aussucht und sagt, das sind die Gesichter der 90er Jahre, wird in dem Musikvideo vom George Michael quasi umgesetzt und wiederholt. Das ist natürlich jetzt nicht so ein Plagiat in dem Sinne wie bei Bourdin oder bei Horst, was Madonna gemacht hat. Aber es ist klar, dass hier der popkulturelle Impact, ja, von der Modefotografie auf die Musikindustrie ziemlich enorm ist, beziehungsweise auf die komplette Jugendgeneration, wenn man so will, wenn man annimmt, dass George Michael 1990 dann noch die jugendliche Generation angesprochen hat. Also das finde ich noch eine ganz interessante Parallele zu Bourdin und zu Horst, dass er eben auch ein Musikvideo hat, das quasi seine Ideen thematisiert. Was Peter Lindberg aber noch braucht, um mit dem Glamour der 70er und 80er Jahre, ich möchte mal sagen, abzuschließen, ist
das Magazin, also beziehungsweise das Magazin Vogue, in dem ja ganz extrem dieses Glamour-Phänomen zu sehen war. Und um damit abzuschließen, muss er natürlich auch dann in die, vor allem in die amerikanische Vogue rein, um da eben seinen Schlussstrich zu ziehen, um die total distanzierte Fotografie der 80er Jahre, also seiner Vorgänger von Baudin und Helmut Newton. Natürlichkeit und Authentizität, die gibt es aber auch schon parallel dazu, weil Peter Lindbergh ist natürlich dann mit seinen europäischen Veröffentlichungen, die er vorher hatte, bei anderen Magazinen dann erst aufgefallen und dann auch erst nach New York gegangen. Das heißt also, es gibt vorher schon auch andere FotografInnen, die sich genau mit dieser Idee der Natürlichkeit und Authentizität beschäftigen. Und das hat ganz viel auch mit den neuen Modemagazinen zu tun, die es in den 80er Jahren gibt, die quasi in einem Paralleluniversum entstehen, im Paralleluniversum zu Vogue und, ich sag mal, Harper's Bazaar und die anderen eingesessenen Magazine, die offensichtlich nicht mehr das transportierten, worum es den vor allem den jungen Leuten auch geht. Und deshalb haben die einfach ihre eigenen Zeitschriften gemacht. Dazu gehören eben Zeitschriften wie Face oder ID, die ich hier besonders in den Vordergrund stellen möchte. Auch Purple Fashion gehört dazu, die dann etwas später kommen. Aber Ende der 80er Jahre treffen sich quasi in diesen Magazinen diejenigen Leute, die genau mit diesem mit Natürlichkeit und Authentizität arbeiten wollen und quasi das Gegenteil zu dem liefern, was eben in den etablierten Magazinen vorhanden ist. Das ist der radikale Bruch, der dann noch weiter stattfindet, dann auch von der Vogue als Medium, von der Harper's Bazaar als Medium für künstlerische Modefotografie, wenn man so will, und neue Ansätze wegzugehen und sich eben das eigene zu schaffen. Und dadurch wird natürlich auch die Modefotografie extremst, ich sag mal, radikalisiert, aber im positiven Sinne, beziehungsweise erneuert. Und es ist eben nicht nur Peter Lindbergh, sondern sind fast alle Fotografinnen und Fotografen, die für die ID oder Face und so weiter gearbeitet haben in der Zeit. Auffällig ist, dass das sehr, sehr viele Frauen auch sind, die da drin einen Spielplatz eben für neue Sachen. Jetzt habe ich hier eine Ausgabe, das ist zum Beispiel von, muss ich mal wieder drauf gucken, 1995, Nadja Auermann auf dem Titel beispielsweise. Kate Jones ist eine Fotografin, die hier drin sind. Annette Orell, die alle ihre Strecken hier drin machen. Und auch Leute wie Wolfgang Tillmanns und Jürgen Teller, die ja heute zu den bekanntesten und wichtigsten Fotografen, künstlerischen Modefotografen gehören. Hier auf der linken Seite von Wolfgang Tillmann und auf der rechten Seite von Jürgen Teller beispielsweise. Nochmal Annette Orell mit einer Strecke, die ich ganz hervorragend finde, wo man eben diese Natürlichkeit auch relativ deutlich sehen kann. Ja? Das heißt also, hier werden Frauen dargestellt, die nicht eben in die mega optimale Pose gebracht werden, sondern es hat alles etwas so leicht Amateurhaftes, ist aber eben dadurch total authentisch. Und ich meine auch, dass die Sachen hier authentischer sein können, weil die ganze Umgebung, nicht nur im Bild, sondern auch das Heft, viel authentischer ist. Es geht nämlich bei den Heften um, wie Terry Jones, der Herausgeber von der ID, gesagt hat, es geht halt um richtige Menschen und um richtige Kleidung. Das heißt also um etwas Echtes. Das ist, was Peter Lindbergh mit seinen Arbeiten, finde ich, nicht ganz so gelingt, weil er immer noch in dieser Inszenierungsnummer drin ist. Er lässt den Models zwar den Freiraum, trotzdem stellt er sie in, ich sag mal, künstliche Umgebungen oder die nicht unbedingt dahin gehören. Er stellt dann irgendein Backdrop irgendwo hin und dann werden die davor halt fotografiert. Hier werden die Menschen, die Frauen, auch die Männer da fotografiert, wo sie sind, wo sie hingehören.
Und das schafft natürlich eine gewisse Art von neuer Authentizität. Also als Spielwiese für die neue Generation, wenn man so will. Wenn ich mir alte Zeitschriften, und da habe ich dann eine ganze Menge von, wenn ich mir die durchsehe, das ist hier von 96, da finde ich eben dann auch Menschen drin, die dann später eine besonders wichtige Rolle spielen in der Modefotografie. Zum Beispiel ist hier eine Strecke, die Edward Enninful gemacht hat, der aktuelle Chefredakteur Europa für Vogue, der ja von der britischen Vogue kommt, der hier schon auch mit, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, mit Diversity arbeitet. Und Diversity ist auch ein Punkt, der hier in diesen Magazinen ganz deutlich mittransportiert wird, was es aber in der Vogue zu der Zeit noch überhaupt nicht gibt und auch länger nicht geben wird. Also hier sind dann in einer Ausgabe über POC drin, fast in jeder Aufgabe hat man das. Diversity, Homosexuelle, Home Stories, die es halt gibt. Wieder ein Bild von Jürgen Teller. Wieder Kate Jones mit so wie Filmsequenzen zusammengestückelte Bildstrecken, die eben eher aussehen wie Amateurfotografie und dadurch natürlich eine ganz besondere Authentizität bekommen. Hier haben wir wieder provozierende Bilder von Wolfgang Tillmanns, aber die sind natürlich anders provozierend als die Bilder von Helmut Newton. Das kann man hier natürlich ganz deutlich sehen. Da geht es nicht um irgendwelche Männerfantasien, die eben konstruiert sind, sondern um Bilder, die eher so ein bisschen verstörend, unangenehm und eigenständig sind. So würde ich das halt schon sagen. Also hier wird ja nichts in dem Sinne verherrlicht, dass es irgendwie problematisch wäre. Jedenfalls sehe ich das so. Nochmal Jürgen Teller mit auch recht gewöhnlichen Modefotografien. Das sind alles Bilder, die hier drin vorkommen. Also Diversity, Jugend, Natürlichkeit, Authentizität, Lifestyle, das sind die Sachen, die in diesen Magazinen halt eine große Rolle spielen. Und bei der Gelegenheit möchte ich noch ein Magazin vorstellen, das mich zu der Zeit, als ich so um die 20 war, ganz besonders beeinflusst hat und was auch aus dieser Self-Publishing-Zeit kommt. The Manipulator aus Düsseldorf. Also tatsächlich mal ein deutsches Produkt, was außerordentlich gut ist, würde ich sagen, was es aber dann auch nur 10 Jahre gab, von 1984 bis 1994 sind diese Ausgaben rausgekommen. Und wenn man diese Zeitschrift gekauft hat, die gab es nur in bestimmten Geschäften, zum Beispiel Buchhandlung König natürlich in Köln. Und wenn man diese Zeitschrift gekauft hat, lief man halt mit so einem riesen Ding durch die Gegend, weil dieses Magazin ist so groß, dass es also nur, und das ist natürlich auch zeitentsprechend, nur auf einen großen Designertisch passt. Und ich meine nicht einen Tisch, der von einem Designer entwickelt, sondern wo ein Designer dran arbeitet. Ja? Also das war ja eines der großen Ideen für Menschen wie mich der damaligen Zeit. Man wird entweder Designer oder die anderen wollten halt Lufthansa-Pilot werden. Das waren so die Traumberufe aus meiner Umgebung sozusagen. Und ich muss jetzt mal ganz kurz aus dem Bild raus, weil die Zeitschrift halt so groß ist, sie halt hier nicht so direkt auf den Tisch passt, aber ich hole sie jetzt dazu. So, das ist The Manipulator, also ein ziemlich großes Format, 50x70 würde ich so ungefähr sagen. Und das passt natürlich auch nur auf eine große, jetzt muss ich hier meine Bücher schon sortieren, damit das irgendwie funktioniert. Drauf. Diese Zeitschrift ist also nicht nur gigantisch, sondern hat eben auch ganz besonders tolle fotografische Arbeiten drin und auch Modestrecken und Werbung beispielsweise. Wenn ich die erste Seite aufschlage, dann ist hier schon die bekannte Kampagne von Guess mit Claudia Schiffer beispielsweise drin. Das ist eine Ausgabe von, jetzt muss ich nachgucken, 1990. Und egal, welche Seite ich aufschlage, sie sind vom Layout her ganz großartig gemacht.
Es ist nichts, was ich daran irgendwie seltsam finde oder so. Es ist ganz hervorragende, tolle Arbeiten, die ich sehr empfehlen kann. Eben mit den großen Werbeanzeigen der großen Modefirmen und so. Das ist schon eine ganz, ganz großartige Sache gewesen. Es ist sehr schade, dass es diese Zeitschrift nicht mehr gibt. Aber tatsächlich gibt es so eine Remember-Internetseite dazu, die ich sehr empfehlen kann, nochmal zu zeigen. Also, das ist Self-Publishing in den 80ern und 90er Jahren. Und in diesem Zusammenhang gehören eben auch die Zeitschriften wie ID und The Face und damit eben auch die neue Modefotografie, die sich hier vor allen Dingen am ehesten manifestiert, obwohl Peter Lindberg natürlich zu denjenigen gehört, die das mit transportieren und auch multiplizieren. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er einer von vielen war, die sich halt hier drin dann auch wiederfinden, wie eben zum Beispiel Wolfgang Tillmanns oder Jürgen Teller. Und das ist jetzt quasi meine letzte Fotografin, die ich hier herausheben möchte, weil sie mir besonders wichtig ist, beziehungsweise weil ich finde, dass sie eigentlich das, was in dieser Zeit rübergebracht werden soll, Natürlichkeit und Authentizität, in Bravour macht und ich finde auch besser macht als Jürgen Teller und Wolfgang Tillmanns. Corin Day, die schon relativ früh gestorben ist, leider an einem Hirntumor 2010. Und sie ist eigentlich Autodidaktin, ist durch Zufall zur Fotografie gekommen, weil ein Freund von ihr, mit dem sie unterwegs war, ihr eine Kamera quasi in die Hand gedrückt hat. Und dann ging das alles relativ schnell, hat dann in Mailand Fotos gemacht und fängt damit ihren ersten Strecken für die Face an. Und zwar ist das diese bekannte Strecke von Kate Moss. Sie ist nämlich diejenige, die Kate Moss entdeckt hat. Hier in dieser Strecke nennt sich Summer of Love von 1990, wo Kate Moss absolut unbeholfen und auch natürlich unvorteilhaft abgebildet ist. Aber, und das ist das Entscheidende dabei, es ist halt echt. Und diese Authentizität, die hier in den Bildern eine Rolle spielt, war so ungewöhnlich, dass also auch die Agentur von Kate Moss gesagt hat, also mit Corin Day brauchst du nicht mehr zusammenzuarbeiten, die stellt dich halt nicht gut dar, sozusagen. Dass das aber genau der Punkt ist, worum es in der nächsten Zeit geht und was auch übrigens, meine ich jedenfalls, Kate Moss zu Kate Moss gemacht hat, ist ja gerade dieses Unperfekte. Und das ist, oder das hat sie, und das hat sie dann natürlich auch nachher bestätigt, hat sie auf jeden Fall den Strecken von Corin Day zu verdanken. Also es gibt mehrere Strecken dann mit Kate Moss von Corin Day, die bedeutend sind. Und die nächsten, die ich hier habe, sind von 93. Da beginnt nämlich Corin Day dann für die Vogue zu fotografieren. Das heißt also 93 checkt dann die Vogue auch, okay. Wir können dann solche Leute auch bei uns arbeiten lassen. Da sind sehr interessante Sachen drin von ihr. Hier ist zum Beispiel auch eine Kate Moss Story. Bilder, die eben die Corin Day liefert, sind alle sehr, sehr ungewöhnlich authentisch und amateurhaft. So würde ich das vielleicht beschreiben. Und bilden eben die Frau ganz anders ab, als es jemals halt der Fall war. Und das hat auch damit zu tun, dass sie selber vorher Model war. Und auch ganz klar eigentlich nicht so darstellen wollte, wie sie dargestellt worden ist in der Zeit, nämlich dass der Fotograf bestimmt hat, wie sie und wer sie quasi sein soll. Und sie wollte eben genau das Gegenteil machen. Da ist ein schönes Zitat hier auch aus der Vogue, in einem kurzen Bericht über Corin Day, die hier in dem ganz kurzen Beitrag
beschrieben wird als hard-edged realism in harmony with today's down-to-earth fashion Fotografin. Ein Zitat von ihr ist dabei, und das bezieht sich dann eigentlich genauso auf die Zeit der 70er und 80er Jahre, wie es eben auch Peter Lindbergh schon gemacht hat und was ihn eben auch schon gestört hat. We've been bombarded by pretense and superficiality for ages. Now it's time for the opposite. Das ist das, worum es geht. Also das ist den Leuten durchaus bewusst, dass die Modefotografie vorher quasi so war, wie sie die auf gar keinen Fall haben wollen, weil sie eben natürlich entsprechend auch entmenschlichend ist. Die Strecke, die dann zum nächsten Skandal führt, in dem Sinne, wo dann die Agentur, und ich glaube auch Kate Moss dann auch selber gesagt hat, dass sie auch nicht mehr mit Corin Day arbeiten will, ist die Strecke Under Exposure in der britischen Vogue 1993, in der Kate Moss quasi zu Hause in ihrem eigenen Apartment dargestellt wird. Da ist die Authentizität, ja, also die richtige Umgebung quasi für sie. Das ist kein gefundenes Set, sondern sie wohnt da wirklich. In einer Situation, wo sie gerade Stress hatte mit ihrem Freund. Und Corin Day stellt sie halt so dar, dass sie auch hier wieder so sehr unbeholfen wirkt, ziemlich fertig teilweise, also Sachen, die vorher natürlich niemals gingen, weil das absolut unperfekt ist, in einer gewissen Art und Weise. Wenn man sie heute ansieht, empfindet man das gar nicht so, aber damals war das natürlich schon sehr extrem, und der Begriff Heroin-Chic kommt genau aus der Zeit und bezieht sich auf diese Arbeiten von Corin Day in dieser Strecke. Kate Moss ist hier natürlich extrem dünn, sieht vielleicht nicht perfekt aus und so, und deshalb kommt halt dieser Begriff mit dem Heroin-Chic irgendwie dazu, der die Zeit eben auch in besonderer Art und Weise prägt. So würde ich dann sagen, es ist bei Corin Day nicht nur die Natürlichkeit und die Authentizität, die sie quasi ganz radikal in die Modefotografie einbringt, sondern darüber hinaus noch, und das finde ich ist dann auch schon wieder speziell, meine ich auch zu erkennen, dass das auch eine gewisse sozialdokumentarische Komponente hat, weil die Menschen werden ja so dargestellt in ihrer Umgebung, ja, in dieser Club-Lifestyle-Umgebung, wie sie wirklich ist oder wie man sich vorstellt, dass es auch wirklich sein könnte. Sagen wir mal so, ich würde ja auch ein bisschen vorsichtig sein, aber beispielsweise bei Wolfgang Tillmanns weiß ja, dass diese Fotografien auf der, aus der Gay-Club-Szene Hamburg und so weiter und darüber hinaus ja schon sehr authentisch sind. Und deshalb würde ich schon dazu tendieren zu sagen, hier kommt die Modefotografie so weit, dass sie tatsächlich auch sozialdokumentarisch sein kann. Corin Day, wie gesagt, für mich eine der wahrscheinlich die bedeutendste, die diesen Stil mit geprägt hat oder die diese Idee, sagen wir mal, ist ja eigentlich nicht wirklich ein Stil, sondern es ist ja ein Verständnis von dem, was Modefotografie ist, mit geprägt hat. Und wie gesagt, sie war früher selber Model und hat ist immer gehasst, so dargestellt zu werden, wie der Fotograf es wollte und nicht, wie sie eigentlich ist. Und das ist natürlich auch das, was Peter Lindbergh vom Prinzip her auch wollte, ist aber finde ich nicht ganz so konsequent umgesetzt hat. Dafür hat er aber eine gewisse andere ästhetische Art mit den Porträts vor allen Dingen umzugehen. Bei ihm ist ja fast alles schwarz-weiß, während bei Corin Day eben, weil es natürlich realistisch sein soll, eben ganz viel auch in der Farbfotografie eben sich darstellen kann. Was Corin Day auch schon hat, ist eben Diversity im größeren Stil. Sie fotografiert halt alle Menschen, die in ihrer Umgebung dann auch eine entsprechende Rolle spielen. Es gibt auch Veröffentlichungen von ihr, die auch stark in den künstlerischen Bereich gehen. Von 2000 gibt es dieses Diary von ihr, ein Buch, was ständig vergriffen ist und unglaublich teuer. Und was dann auch in Richtung, würde ich sagen, auch so sozialdokumentarische Porträtfotografie gehen kann. Das heißt,
Lindberg setzt sich über die normale Modefotografie dann auch so hinweg, dass er sagt, ich mache jetzt nur noch Individualporträts. Und bei Corinne Day ist es ähnlich, bloß dass zum Individualporträt eben noch die soziale Komponente dann eben eine ganz große Rolle spielt. So tragen beide eigentlich die Modefotografie vom Glamour, von dem Inszenierten, vom Unpersönlichen in das Echte hinein. Und das, glaube ich, ist bei Corinne Day eben noch ein bisschen besser. Und das ist dann heute so, und das würde ich dann sagen, ist auch, dann sind dann auch die Eckpunkte der Modefotografie, die quasi bis, ja, also bis Mitte der 90er dann auch abgesteckt worden sind. Das ist also quasi zwischen der absoluten Perfektion, die man ja auch schon von Horst kennt beispielsweise, und dem Unbeholfenen, ja, und dem subjektiven Porträt. Dazwischen kann das so hin und her wackeln, beziehungsweise zwischen dem Individualporträt und der inszenierten Fantasie, wie man es eben dann bei Helmut Newton hat, was eben die absolute Objektivierung ist. Also zwischen Subjekt und Objekt wackelt das immer so hin und her in der Modefotografie, und zwischen Perfektion, also High-Glossy-Sachen, und diesen kaputten, authentischen, ehrlichen, in Anführungszeichen, Fotografien, die man eben vor allen Dingen bei Corinne Day findet, aber auch bei Wolfgang Tillmanns beispielsweise, wie eben die Sachen, die eben in den Magazinen insgesamt abgebildet werden von den Fotografen. Wenn man sich nämlich die Magazine dann heute anguckt, ich habe jetzt hier, das war zwar von 2017, aber ziemlich dicker Schinken, Numero, wo die ganzen Fotografinnen dann auch wieder drin sind, die schon in den 90er Jahren oder zum großen Teil in den 90er Jahren drin sind. Jürgen Teller lese ich hier sofort. Wenn ich dieses Magazin, was ja nur aus Modefotografie besteht, durchblätter, habe ich den Eindruck, dass die Modefotografie heute so unterschiedlich und vielfältig ist, dass sie eben alles sein kann und zwischen diesen Punkten immer so hin und her wechseln kann. Also zwischen dem, was die Modefotografie in der Geschichte schon entwickelt hat, ist hier quasi in allen Varianten dann vorhanden. Wenn man diese Bilder durchgeht, kann man wahrscheinlich immer Bilder finden, von denen man sagt, okay, das habe ich schon mal gesehen bei dem und dem, okay, das ist eher dann 70er Jahre oder das sieht eher aus wie Guy Baudin und das sieht eher aus wie Corinne Day beispielsweise. Das ist für mich der entscheidende Punkt. Schon in den 90er Jahren sind diese Magazine wie ID und so äußerst divers. Da geht es um Pansexualität, Homosexualität, Vielfältigkeit, People of Color, alles ist da schon drin. Und dieser Punkt der Diversity wird jetzt der letzte Punkt, über den ich sprechen möchte in dieser Vortragsreihe zur Funktion und Geschichte der Modefotografie. Zurzeit ist es so, dass wenn man aktuelle Magazine, AD beispielsweise, anguckt, dann stellt man fest, dass alles voll, vor allen Dingen BPOC, Bilder in den Magazinen drin ist. Also so viel wie nie zuvor, obwohl ID das auch schon in den 90ern gemacht hat. Aber jetzt ist es wirklich extrem viel. Und wenn das schon auffällt, dass es so viel ist, dann bedeutet es automatisch, für mich jedenfalls auch, dass es vorher in den 100 Jahren vorher eben nicht so war. Und da erkennt man dann schon relativ schnell, dass die Modefotografie natürlich auch im großen Maße von strukturellem Rassismus betroffen ist, was natürlich jetzt versucht wird, irgendwie aufzuarbeiten oder umzustellen, und natürlich auch aus gutem Grund. Vor allen Dingen die Vogue ist sozusagen, und da könnte ich vielleicht mit Tupoka Ogette argumentieren, ist die Vogue eine besondere Form des Happy Lands, weil die nämlich sehr, sehr spät, also wie gesagt, die ID und Face, die hatten das schon in den 80er, 90er Jahren, die Diversity drin.
Und bei Vogue ist das extrem spät gekommen, dass sie sich überhaupt damit beschäftigen. Oder geschichtlich möchte ich jetzt genau diesem Rassismusproblem in der Modefotografie, vor allen Dingen bei der Vogue, mal kurz nachspüren, um festzustellen, dass die Modefotografie tatsächlich, sagen wir mal, bis in die 90er Jahre rein zutiefst rassistisch ist, weil sie nämlich die BPOC komplett, also wirklich komplett ausgeschlossen hat aus der Darstellung in Modefotografien. Das erste schwarze Model bzw. Fotomodell für eine Modezeitschrift ist tatsächlich 1937, das ist Adi Fidelin, die aus dem Kreis von Man Ray kommt, und Man Ray ist tatsächlich auch derjenige, der sie in die Harper's Bazaar gebracht hat, 1937. Das ist das Bild dazu. Natürlich auch mit einem, ich sag mal, einem Exotismus. Aber immerhin ist sie die erste, und Man Ray der erste Fotograf, der ein schwarzes Fotomodell in eine Zeitschrift bringt, also 1937. Dann passiert ganz lange nichts. Also es gibt so gut wie keine Darstellung von BPOC oder POC in der Modefotografie der Vogue oder Harper's Bazaar. Gar nicht. Das erste, was ich finden konnte, ist 1954 dieses Bild von Erwin Blumenfeld. Das ist auch nicht die Vogue, sondern aus dem Look Magazine, ist auch eine amerikanische Veröffentlichung. Mit Bernie Yelverton, die hier dargestellt ist. Das ist in der Zeitschrift so eingebaut gewesen, und das, finde ich, ist dann auch schon wieder das ein Zeichen dafür, wie dramatisch das auch wirklich war mit der oder ist mit der Diskriminierung bzw. der Ausgrenzung. Die ist deshalb an den rechten Rand dieser Fotomontage gerückt worden, damit die Leserinnen die Möglichkeit gehabt hätten, sie aus dem Heft quasi rauszuschneiden. Das ist natürlich sehr bitter. Blumenfeld hat aber eben trotzdem versucht, sie in dieses Magazin, und hat es ja auch geschafft, sie in das Magazin reinzunehmen. Aber eben vor diesem Hintergrund, dass man eben, wenn man will, sie auch noch ausschneiden kann. Das ist eine sehr bezeichnende Sache. Das erste Cover mit einer von einer Schwarzen auf der Vogue ist von 1966. Das ist Danielle Luna, und zwar fotografiert von David Bailey, der ja sehr gerne mit eben auch mit Individualporträts und so gearbeitet hat. Aber das sind absolute Ausnahmen. 1937, 1954, 1966 und dann Ende der 60er Jahre bei anderen Magazinen, die es gibt, wird es dann schon etwas häufiger, in Anführungszeichen. Aber bei der Vogue, bei der amerikanischen Vogue, ist es 1974, als das erste Cover erscheint mit einer Schwarzen. Das ist Beverly Johnson. Wenn man sich die Ausgaben anguckt oder die Cover der amerikanischen Vogue der 70er, 80er, 90er Jahre, ist es so, dass also einmal pro Jahr ein Cover erschienen ist mit einer Schwarzen drauf. Dabei wird auch von den Fotografen bzw. von den Layoutern versucht, durch zum Beispiel Überbelichtungen oder hellere Abzüge die schwarzen Models weißer zu machen, als sie eigentlich sind. Und da muss man dann schon überlegen, ob die fotografische Praxis hier nicht auch schon eine rassistische Tendenz hat. Teilweise kann man gar nicht erkennen, dass es sich um eine schwarze Frau handelt, finde ich jedenfalls. Das heißt also, das Ideal der weißen Frau ist selbst in den Darstellungen der Schwarzen hier noch ganz klar das prägende Bild. Das muss man einfach so sehen. Und 1990 gelingt es dann Peter Lindberg, mit
Naomi Campbell das erste schwarze Supermodel quasi zu generieren oder sie dazu zu machen. Das heißt also, Peter Lindbergh hat da auch schon einen gewissen Anteil dran, obwohl die meisten Models von ihm natürlich auch weiße europäische Frauen sind. In der Geschichte der Vogue und dann damit eben auch in der Geschichte der Modefotografie ist es aber offensichtlich so, dass BPOC, POC in der Modefotografie keine Rolle spielen, sondern das Idealbild erschaffen wird, dass Schönheit nur was mit europäischen weißen Frauen zu tun hat, meistens blond und blauäugig, das kommt ja noch dazu. Das ist eigentlich das Bild, was die Modefotografie 100 Jahre lang prägt. Das Dramatische daran ist, dass wir ja jetzt eigentlich auch schon festgestellt haben, dass der Impact auf die Gesellschaft, was Identität angeht und Vorstellungen von dem, was ich sein kann und was ich sein möchte, durch die Modefotografie im besonderen Maße geprägt wird. Deshalb hat die Modefotografie natürlich auch eine ganz besondere Verantwortung, was das angeht, weil sie eigentlich ursächlich mit daran schuld ist, dass Rassismus so extrem ausgelebt werden kann oder sich so verfestigt hat in der Gesellschaft, wie es eben heute natürlich ganz klar immer noch ist. Die Bilder bestimmen quasi mit, was oder wie unsere Gesellschaft in der Welt funktioniert, das heißt, welche Werte wir haben und was wir als schön und als nicht schön bezeichnen. Das ist natürlich, hat natürlich eine ganz, ganz große Bedeutung und muss hier auch, und das will ich auch ganz klar bezeichnen, dass das ein echtes Problem ist, natürlich bis heute. Und wenn man eben nach Susan Sontag geht, also dass die Modefotografie eine besondere Form der Porträtfotografie ist, und wenn meine Überlegung noch hinzukommt, dass diese Form der Porträtfotografie natürlich eine ideelle Wirkung auf die Gesellschaft hat, weil sie uns nämlich vorstellt, wie wir sein müssen, dann wird natürlich auch klar, wie entscheidend die Modefotografie bezogen auf den latenten, immer vorhandenen Rassismus in unserer Gesellschaft natürlich ist. Und der im hohen Maße kennzeichnet, was White Supremacy bedeutet. Ja? Es wird niemand anders zugelassen, der nicht in dieses Schema reinpasst. Und dass es tatsächlich auch eine echte Ausgrenzung ist, der vor allen Dingen der Schwarzen, was Modefotografie angeht, ist, dass die Black Community ja ihre eigenen Magazine hat, wie Ebony, wie Essence und so weiter. Also Ebony ist für mich wahrscheinlich das beste Beispiel, es gibt seit 1945, also schon extrem lang, die sich mit Modefotografie und Lifestyle beschäftigt, was aber nur für die Black Community angepasst ist. Das heißt, hier ist ein Produkt, was erschaffen worden ist, weil sie eben keine Existenz haben in den großen Zeitschriften wie Vogue und Harper's Bazaar oder in den Medien natürlich im Allgemeinen. Das ist ja der Hintergrund dafür und spricht natürlich dafür, dass die Diskriminierung und die Ausgrenzung ganz enorm ist, vor allen Dingen eben auch in diesem Bereich. Wenn man als POC, als BPOC keine bildlichen Vorbilder hat in der Gesellschaft, also in den Medien, im Fernsehen, in den Zeitschriften und so weiter, dann ist das natürlich ein Problem, was sehr viel mit Identität zu tun hat und was natürlich auch nicht so hinnehmbar ist. Ganz, ganz vereinzelt gab es dann in Werbekampagnen schon in den 80er Jahren Hinweise eben auf Diversity, beziehungsweise, ich sag mal, massive Hinweise auf Diversity. Und derjenige, der mir dabei im besonderen Maße aufgefallen ist, eigentlich ist es der einzige, der mir da in dem Zusammenhang aufgefallen ist, ist Oliviero Toscani mit der Marke Benetton. Toscani ist auch ein Fotograf, eigentlich auch eher Künstler, der genau diese Problematik in den Blick nimmt und die Modefotografie. Und das ist auch was ganz Besonderes. Deshalb
möchte ich das natürlich hier auch nochmal erwähnen, die Modefotografie quasi als politisches Instrument nicht nur versteht, sondern auch benutzt. Ja? Also die Möglichkeit der Werbung, von großflächiger Werbung in der Gesellschaft, in der Stadt, in den Medien, ist natürlich eine Möglichkeit, Menschen zu beeinflussen. Das wissen wir ja jetzt auf jeden Fall. Und der Toscani hat mit der Marke Benetton genau das getan, United Colors of Benetton. Wenn man sich diese einzelnen Werbekampagnen ansieht, die eben nicht nur mit POC zu tun haben, beziehungsweise mit Rassismus, sondern eben auch mit Diversity im Allgemeinen, die dann eben auch teilweise so kontrovers diskutiert worden sind, die Werbekampagnen von Toscani, dass da auch sehr viel Unmut durch entstanden ist. Aber es gibt es auf jeden Fall, aber diese Ausnahme ist natürlich nur eine Bestätigung der Regel, dass es normalerweise eben nicht so war. Das heißt also, die Ausgrenzung von Diversity bzw. von POC, BPOC in der Modefotografie ist extremst massiv. Und mit der Geschichte dieses Problems setzt man sich jetzt auch schon deutlicher auseinander. Es gibt diese neuen Veröffentlichungen, Supreme Models oder The New Black Vanguard beispielsweise. Das sind Bücher, die sich genau diesem Thema halt annehmen. In dem Supreme Models Band hier sind Iconic Black Women, beziehungsweise die Models, who revolutionized the fashion industry, abgebildet. Und allen voran steht übrigens auch Bethan Hardison, ein auch ehemaliges Fotomodell, die schon in den 80er Jahren ihr eigenes Management gegründet hat, um genau die Black Models in das Business quasi, im Business halt fester zu verankern. Und hat dann ihr eigenes Model-Management, das hieß Bethan Management, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, hat dann auch eine Coalition gegründet für Black Models zusammen mit Iman und ich meine dann auch mit Naomi Campbell. Veronica Webb spielt da auch noch eine Rolle, die werden wir auch gleich noch sehen. Und interessanterweise hat sie dann vor kurzem eine Coalition gegründet für Diversity im Allgemeinen. Also nicht nur bezogen auf Black Models, sondern auf Diversity im Allgemeinen, was natürlich extrem sinnvoll ist. In diesem Buch sind also ganz viele Fotomodelle drin. Iman, Beispiel, Alut Akesh, Karen Alexander, auch von Peter Lindberg auf dem ersten Bild mit drauf. Das geht da so von Tyra Banks natürlich, Naomi Campbell ist da mit drin, aber auch Sherry Belafonte, das ist so aus den 80er Jahren der Coverwelt, bis hin zu natürlich Alec Wack, die sudanesische oder das sudanesische Supermodel. Warum das so wichtig ist, dass schwarze Frauen in der Modeindustrie, in der Modefotografie repräsentiert werden, erschließt sich allein schon aus dem Gedanken, dass oder aus dem Gedanken, der schon bei Frederick Douglass, den ich auch im Porträtseminar schon erwähnt habe, der meistfotografierte Mann des 19. Jahrhunderts, der schwarze Amerikaner und politische Aktivist, der fest davon überzeugt war, dass wenn man, und ich meine, das war wirklich, also ist wirklich phänomenal weitsichtig in der damaligen Zeit schon gewesen, dass wenn man sich fotografieren lässt, dass man auch eine Bestätigung dafür hat, dass man eben existiert. Und die Frage der Existenz ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt in diesem Zusammenhang. Denn wenn ich in der Modefotografie nicht abgebildet werde oder sonst auch nirgendwo abgebildet werde, dann existiere ich auch nicht. Und das ist ja, glaube ich, die größte Diskriminierung, die man als Mensch eigentlich erfahren kann, dass man
von der Gesellschaft oder eine der größten Diskriminierungen, würde ich sagen, dass man von der Gesellschaft schlichtweg ausgeklammert oder ignoriert wird. Ein besonderer Punkt, der in dem Zusammenhang jetzt noch gerade einfällt, ist, dass ein deutlicher Hinweis darauf ist, für mich auf jeden Fall, so wie ich es verstehe, das Voguing aus Amerika, wo es ja genau darum geht, eine Community oder darum geht, dass eine Community, die absolut ausgegrenzt ist, sich genau diesem Vogue-Thema quasi annimmt und es besetzt und mit ihrer eigenen Ausdrucksform, mit ihrer eigenen Sprache für sich sozusagen vereinnahmt. Ja. Ja, sehr interessant, dass hier quasi, also für mich tatsächlich besetzt wird durch eine eigene Initiative, weil man sonst in diesem Bereich überhaupt nichts zu suchen hat. Ja? Also weil man in diesem Bereich überhaupt nicht reingelassen wird. Früher durfte man ja auch teilweise nicht mal als schwarze Person zu Modenschauen gehen und so. Das hat sich natürlich glücklicherweise jetzt alles etwas geändert. Und das verdanken wir natürlich zum großen Teil Frauen wie Bethan Hardison oder den anderen Vorreiterinnen der schwarzen Modelle, aber auch eben Fotografinnen, und dazu gehört auch Corinne Day und auch Peter Lindbergh, die eben ganz klar mit Diversity schon ganz bewusst und auch politisch gearbeitet haben. Da ich das selber nicht so gut beschreiben kann, wie problematisch das für jemanden sein muss, der permanent visuell ausgegrenzt wird oder auch überhaupt ausgegrenzt wird aus der Gesellschaft, weil ich nicht zu den Betroffenen gehöre, sondern das nur beobachten kann, habe ich jetzt hier ein Interview von 2016 von im Zusammenhang mit einer Ausstellung in New York gewesen mit Black Designers, die hier zusammensitzen und sich genau über diese Problematik natürlich unterhalten. Und hierbei ist Veronica Webb, die auch hier das Vorwort drin mitgeschrieben hat. Dann ein neues Fotomodell, Riley Montana und Bethan Hardison, die eben jede für sich erklären, warum es so wichtig ist, dass man Schwarze in der Modefotografie drin hat. Yeah, it's the problem with, you know, picking a particular flashpoint to boycott in fashion is it's everywhere all the time. It's not like the movies or the Oscars where, you know, you have a billion people who are sitting down in front of the TV at one time looking at a single event. Or so, you know, it's really sort of, it's very difficult. It's diffuse. Yeah, but the reason why it's important to have diversity in fashion is the same reason that it's important for a child to have a doll that looks like them, right? It's the beginning of building your self-esteem. It's the beginning of creating a fantasy life about how you're going to be as an adult. And then when you see, when you grow up seeing other women outside of your family who are in a position where they're pictured, you know, doing every job, traveling the world, looking beautiful, in environments where they're being, you know, completely respected and they seem to be in charge. And that's the image that you're looking at. I think that really helps little girls to grow up and say, you know, I can make my own money, I can have my own job, I can make my own decisions. All right. Okay. You're gonna go last. Okay. Riley, what's your take on that? Just piggybacking kind of on what she said, like it's very important because we do need someone to look up to. So that's why it's so important even for me, not because I don't care about the fame, but
to get to the platform and the level that I want to be able to reach out to the people that I do want to reach out to, I'll need a little of that, you know what I mean? Like, for me to get to all those millions of little girls to tell my story so they can see that they can do whatever they want to do, even not even little girls, little boys, whoever, you know, it's very important. You need to be seen. Exactly. It's very important, because if they don't see it from us, from where I'm from, I know a lot of people that have this mindset, we all are from there, and they have this mindset where they feel as though we are there for a reason. We are struggling because this is the life that we're supposed to live. I'm never leaving Detroit and this and that. Yeah, I look wrong. I talk wrong. Yeah. I'm just wrong. Exactly. And sadly, they think that way, but that's only because some of them just haven't been exposed to a better life. They see it on TV, but this is just TV to them. So I thank God. Sorry, don't bleep that out, because I'm a very strong believer. I don't think they're going to bleep anything out. I thank God that I was blessed to be able to know that this is not my story. I'm not about to stay here and be stuck here. I'm going to go chase my dreams. You could see beyond the borders. I saw beyond it. I knew that this was not my life. I was down, but I always knew it was up, up, up. So I feel like it's so important, because when you can relate and you see somebody from the same culture and background from you doing something amazing, it motivates you and it puts you in a place like, okay, I can do this. She's doing this, she's doing it, I can do it too. But if you don't have it, then what do you have to look up to? You know, you see these people on TV, that's not you, that's not your life. You didn't live that life. You weren't born rich or doing this and traveling the world. You were born right here with this little spoon and this cup of whatever noodles. And, you know, you made your way to get to where you need to go. So that's it. Well, I'm happy that both these young ladies are someone who recognizes the fact that what images does for anyone of color to be seen. But my objective or reason for diversity being important is to educate white people. I'm here to educate white people. It's not for me. I came out of Bedford-Stuyvesant as a little girl growing up in a black neighborhood. I was lucky. I was always very secure. Everyone isn't, and they're right. But the most important thing to me for the image of girls of color or boys of color or images in advertising to be seen is because it helps to educate the minds of those who are not of color. That's my objective. And that once I get that mind educated, then we got it. Then we can go forever and it'll never go back. But until I educate those minds, I'm going to always have a problem. Oh, don't look at me like that. No, that's interesting. No, that was a very good exclamation point. That was a look of I have nothing more. Das ist eigentlich für mich der letzte Punkt, der für mich in der Geschichte der Modefotografie ganz besonders wichtig ist. Vielleicht ist er sogar der wichtigste Punkt von allen überhaupt, nämlich, dass die Modefotografie 100 Jahre lang, über 100 Jahre lang, das Idealbild der Gesellschaft, der Frau, aber auch von Männern und Selbstverständnis, Identität extremst rassistisch geprägt hat. Durch ihren Impact, den sie definitiv hat auf die Gesellschaft und was man auch so gar nicht anders sehen kann, meiner Ansicht nach. Also die Modefotografie ist in der Geschichte, also die Modefotografie ist geschichtlich gesehen extremst rassistisch, vielleicht bis zu den 90er Jahren, wo dann eben realisiert wird, dass es natürlich so nicht geht, beziehungsweise dass das ein großes Problem ist. Und entsprechend, denke ich, ist die Modefotografie auch dafür verantwortlich, dass sehr viel Rassismus in der Gesellschaft einfach immer noch vorhanden ist. Das wird bedauerlicherweise, denke ich, auch noch ziemlich lange so sein, weil diese Bilder müssen ja erstmal aus den Köpfen raus und aus dem Verständnis auch der Betroffenen. Muss ja irgendwie versucht werden, das irgendwie zu ändern. Ein positiver Ausblick wäre vielleicht, dass wenn die Modefotografie eben dafür verantwortlich ist, dass unsere Gesellschaft sehr rassistisch veranlagt ist, wo das oberste Ideal eben sozusagen die Schönheit der weißen europäischen Frau ist. Also wenn die Modefotografie, und das ist glaube ich ziemlich deutlich, dafür verantwortlich ist, dass das so ist,
wenn die das kann, die Modefotografie, ein Bild so stark mitprägen, dann müsste sie natürlich auch auf der anderen Seite dazu in der Lage sein, genau dieses Bild wieder zu zerstören und zu ersetzen und entsprechend zu verändern, damit eben ein diverses Weltbild, Selbstbild im Weltbild des Menschen entstehen kann. Das ist vielleicht der positive Ausblick, vor allen Dingen, wenn ich mir die Sachen hier drin angucke oder eben auch, dass Edward Enninful eben der erste schwarze homosexuelle Chefredakteur der Vogue für Europa ist oder Tyler Mitchell, der Fotograf, der erste schwarze Fotograf ist, der ein Cover für die Vogue geschossen hat, 2018 mit Beyoncé. Das muss man sich mal überlegen. Also fast 100 Jahre später, es gibt keinen einzigen schwarzen Fotografen, der jemals ein Cover für die Vogue gemacht hat, bis 2018. So, also wenn das nicht die absolute Ausgrenzung ist, dann weiß ich auch nicht. Aber wie gesagt, wenn die Modefotografie zu sowas in der Lage war, ein rassistisches Bild zu prägen, dann ist sie vielleicht auch jetzt in der Lage, dieses Bild eben zu revidieren und entsprechend aufzuheben. Ja. Also Modefotografie abgeschlossen für mich mit der Erkenntnis, dass sie eben nicht nur eine besondere oder eine kommerzielle Form von oder eine besondere Form der Werbung ist oder sowas, oder dass sie irgendwie in einer gewissen Weise unbedeutend ist, sondern ganz im Gegenteil, für mich ist Modefotografie wahrscheinlich die bedeutendste Form, Porträtfotos in die Welt zu bringen und damit ein Bild des Menschen in die Welt zu bringen, was auch eben dafür verantwortlich ist, wie wir uns selber verstehen, wie wir uns selber sehen, wie wir uns selber sehen wollen und wie wir nachher dann auch selber, das ist auch in der Jetztzeit dann irgendwie verhaftet, wie wir auch selber Fotos von uns selber machen in der Zeit von Instagram, wo es dann jetzt schon ja Models gibt, die ihre Shootings selber machen. Die brauchen ja gar keine Fotografen mehr, die machen alles über Instagram und das wird dann entsprechend auch zum Teil veröffentlicht in den Magazinen. Also Modefotografie als einer wahrscheinlich für mich das mit, zusammen mit dem Film und Fernsehen das wichtigste Bild, selbstbildgebende Medium, das es überhaupt gibt in unserer Gesellschaft und was eben auch entsprechend behandelt werden muss. Ich würde mich darüber freuen, wenn die Modefotografie eben dazu beiträgt, jetzt dazu beiträgt, unserer Gesellschaft ein besseres und gerechteres Bild auch zu verpassen. So, herzlichen Dank. Ich bin jetzt am Ende, also am Ende der Vortragsreihe. Vielleicht kann man aus dieser Rassismus-Sache noch viel, viel mehr gewinnen, als ich das jetzt hier nur kurz getan habe, weil dafür entschuldige ich mich gleich schon vorweg. Es ist vielleicht dann der Thematik dann vielleicht ein bisschen kurz, aber insgesamt ist diese Vortragsreihe darauf angelegt, einen Überblick zu schaffen über die Funktion und Geschichte der Modefotografie. Und das mache ich auf jeden Fall immer mit Impulsen, weil eine Gesamtheit darzustellen ist relativ schwierig, aber ich versuche eben den Kontext zu schaffen, beziehungsweise durch die einzelnen Impulse, durch die einzelnen Beispiele einen Kontext zu schaffen, der eine gewisse Systematik hat. Vielen Dank und bis dann.